Also ich zeichne wirklich gerne Porträts, aber to be honest, ich habe es auch noch nicht so 100% raus und arbeite mal mit ein paar Tricks, die ich euch jetzt zeigen werde. Und zwar ist der erste Tipp, dass ihr eure Vorlage aus Schwarz-Weiß stellt, weil ihr dann die Schattierungen viel besser erkennen könnt. Und mein Favorite Tipp ist, dass ihr das Bild einfach zwischendurch mit eurer Handykamera spiegelt. So checkt man nämlich immer sofort, was man falsch gemacht hat.